Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Blätter. Und diesmal kann ich ehrlich gesagt gar keinen Jahrgang oder Ausgabennummer sagen, wie sonst. Es ist die Club Nintendo Classic Ausgabe. Ja, ich habe leider keine Informationen, wann das Ding erschienen ist. Ich gucke vielleicht... Ach, 1990. Ha. Ich schätze mal, das war eine Sonderausgabe. Ähnlich wie das For Members Only Magazin, das schwarz hinterlegte. Ja, wie genau das erschienen ist, warum genau es keine Nummer hat, das kann ich leider nicht sagen, aber es zeigt halt Klassiker für den Game Boy und für das NES. Der Game Boy war natürlich zu der Zeit, wenn 1990 stimmt, noch relativ frisch auf dem Markt. Deswegen erwarte ich jetzt nicht, dass man da großartig welche Klassiker-Titel sieht, obwohl am Anfang sind ja schon viele Klassiker erschienen. Ne? Also man merkt schon bei dem Magazin, ihr könnt das nicht sehen, aber ich habe gerade noch eine andere Folge gedreht. Die Papierqualität ist auf jeden Fall wesentlich besser. Das Papier ist irgendwie dicker, etwas hochwertiger. Für eine Sonderausgabe natürlich durchaus passend. Ne? So, hier haben wir natürlich ein Vorwort und ja, wir fangen gleich mit dem Game Boy an. Klasse! So, hier haben wir gleich am Anfang Comic Hardware und Zubehör. Ah, herrlich. Die hatte ich auch, habe ich sehr, 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 sehr gerne genutzt. Das ist der Akku. Beziehungsweise ihr konntet dann natürlich auch dann mit Strom quasi spielen. Das heißt, also ihr konntet das direkt in die Steckdose stecken und in den Game Boy. Fungierte aber auch als Akku. Dieses Zwischending war natürlich dann entsprechend der Spannungskonverter, denke ich mal. Und aber auch ein Akku. Der hat zwar auch nicht so ewig gehalten, aber man konnte endlich musste man nicht immer diese Batterien reinstecken. War natürlich sehr, sehr wichtig. Und diese Tasche hier, die hatte ich auch. Die Gameboy-Gürteltasche. Ne? Ich guck mal, wie es mit dem Licht aussieht. Es spiegelt leider etwas blöd. Oh, die suche ich noch. Also wenn ich die irgendwo in einem relativ vernünftigen Zustand mal finden sollte, ich werde da sofort zugreifen. Die hatte ich nämlich. Die hatte nämlich hinten so ein super gepolstertes Fach, wo man super den Gameboy reinstecken konnte und hat vorher die Spiele. Hatte ich früher immer überall mit mir hingenommen. Also wenn wir in Urlaub gefahren sind und so weiter. Echt super, super Ding. Ja, also das ist wirklich, okay, die ist optional, aber diesen Akku, den musste man auf jeden Fall damals haben. Ja, Super Mario Land, gleich ein Klassiker zu Anfang. Ich finde das Spiel klasse. Klar, die Technik, wenn man es mit dem Nachfolger vergleicht, Super Mario Land 2, ist natürlich nicht ganz so hochwertig, aber es spielt sich halt ganz eigenständig. Es hat so eine ganz eigene Welt. Es gibt hier sogar Shoot-'em-up-Level dabei, die allein schon, wenn man die Blume einsammelt, die Feuerbälle zu feuern, die fliegen auch ganz anders als bei anderen Spielen. Ich finde es klasse, dass das Spiel so ein bisschen einen anderen Stil hat. Die Welten orientieren sich eher so an der historischen, sage ich mal. Also man hat ja die Pyramiden, man hat ja die Osterinseln und so weiter. Man hat die quasi China sogar noch mit dabei. Ach, herrliches Stück. Und zwar wurde, weil das so anders ist, habe ich mal gelesen, dass es von der DMG R&D1, glaube ich, entwickelt wurde. Also von denselben Leuten, die Hardware programmiert entwickelt haben. Und die haben halt dann auch das Super Mario Land dazu programmiert. Und dadurch, dass sie von diesem anderen klassischen Team halt so abgekoppelt sind, konnten sie ihre so ganz eigene Sichtweise drauf machen. Und ich denke mal auch, da wollen sie auch mit diesem Shoot-'em-up-Level auch mal zeigen, hey, Leute, guck mal, der Gameboy kann auch Shoot-'em-up. Ist das nicht cool? Jedenfalls absoluter Klassiker. Hat, glaube ich, einen großen, großen Stellenwert im Herzen von vielen, vielen Spielern. Ja, und das Spiel natürlich hier auch. Tetris. Herrliches Spiel. Zeitlos. Ganz ehrlich, muss ich noch viel dazu sagen. Ich denke mal, das war eine super Entscheidung, dass das wirklich das Pack-In-Spiel bei dem Game Boy war, weil es auch einfach generationenübergreifend die Leute fasziniert, ja. Ich glaube, jeder kennt die Story, dass die Eltern sich den Game Boy auch mal ausgeliehen haben, um Tetris zu spielen. Ich weiß noch, dass ich habe meiner ehemaligen Schwiegermutter habe ich hier so ein billig China Game Boy geschenkt, wo auch Tetris vorinstalliert ist, und die spielt das immer noch hoch und runter, weil sie
Mir wird denn immer erzählt, wie sie den ganzen Abend wie gebannt davor sitzt und keine Reaktion zeigt. Einfach so ein simples, schönes Spielprinzip, was einfach zeigt, dass man keine Riesentechnik für super Spielspaß braucht. Und so gesehen natürlich das perfekte Spiel für den Gameboy. Ja, Golf ist Golf. ich habe es damals nicht gehabt. Ich habe es mir, glaube ich, mal von einem Kumpel ausgeliehen, aber auch eher davon wegen so, ach, hast nichts anderes. Ja, Golf. Ja, komm. Komm her, dann leih ich mir halt Golf aus, weil irgendwie mal ein neues Spiel wollte man ja haben. Ich wurde mit Golfspielen in meiner gesamten Spielegeschichte noch nie so wirklich warm. Ich weiß auch nicht, wieso, was genau. Das ist ja eigentlich ganz solide umgesetzt, aber es ist Golf. Tut mir leid. Also vielleicht gucke ich da mal für den Test oder sowas etwas genauer rein und komme dann zu einem etwas anderen Ergebnis. Ich will es nicht ausschließen, aber ja, ne, Golf, solides Spiel, solide TM. Das hatte ich allerdings, Pinball Revenge of the Gator. Das war ein Flipperspiel, wie man sieht, und zwar von Hell, was eigentlich sehr, sehr schön gemacht ist. Irgendwie, weiß ich nicht, bei dem Titel, also bei dem Titel Herr Pinball heißt es ja, aber irgendwie, als ich mir das gewünscht habe, wusste ich nicht unbedingt, was ein Flipper ist. Und ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber ich weiß noch, dass ich relativ enttäuscht war. So nach dem Motto, was hat das hier denn überhaupt mit den Alligatoren zu tun? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Actionspiel, wo die Alligatoren die Feinde sind oder irgendwie sowas. Aber na gut. Sehr, sehr simpel eigentlich aufgebaut. Ne? Es gibt nur einen Tisch, den hier. Und das hat mit diesen verschiedenen Bildschirmen aufgeteilt. Und das scrollt quasi nicht flüssig, sondern immer wenn ihr quasi an den Bildschirmrand zack euch hochkloppt, dann wechselt ihr zu dem Bildschirm. Und so gesehen, ich habe es viel, viel gespielt. Aber eigentlich hat man echt keine große Abwechslung. Und ich frage mich, warum ich das so viel gespielt habe. Ich glaube, das geht nicht nur mir so. Schönes Spiel trotzdem. Ja, Fortress of Fear, einer meiner Lieblingstitel für den Gameboy, herrlich. Aber auch was wirklich geil ist, weder das Cover noch die gezeichnete Grafik. Ja, beides nichts mit dem Sprite zu tun, den man da wirklich spielt. Aber wirklich ein schönes Spiel. Damals sauschwer, ich kam wirklich maximal in die dritte Welt, aber auch dann ging es irgendwann zu Ende. Ich habe es wirklich nur in modernen Zeiten mit dem Emulator mal durchgespielt. Auch da ein bisschen gemogelt mit Save States. Es ist kein leichtes Spiel. Damals wirklich viel, viel dran gescheitert. Ja, ist ein Plattformer. Ihr spielt einen Ritter mit einem Schwert und müsst euch halt durchkämpfen, verschiedene Sachen einsammeln. Das Spiel hat natürlich seine Schwächen, wie zum Beispiel manchmal etwas sehr, sehr seltsame Sprungpassagen und so weiter. Aber hat, glaube ich, einen großen Platz im Herzen von vielen von euch. Ja, Castlevania Adventure, das ist nicht gut. Das habe ich damals nicht gehabt, aber das ist nicht gut. Ihr bewegt euch viel zu langsam. Der zweite Teil ist dann wieder gut auf dem Gameboy, aber das habe ich so einen Eindruck, dass da Konami noch nicht so richtig wusste, was sie damit überhaupt machen sollten. Sie sich noch nicht so gut mit der Hardware auskannten, aber unbedingt Castlevania dafür veröffentlichen wollten. Ja, schon seltsam. So, NES-Zubehör. Yay! Da habe ich leider nicht so viel gehabt. Den Zapper hatte ich nicht. Ich hatte den NES Advantage auch nicht und auch den NES Max. Aber ich hatte, ehrlich gesagt, kannte ich auch damals keinen, der irgendwas von den dreien hatte. Den Advantage, den habe ich damals schon auf vielen Flohmärkten schon mal gesehen oder sowas. Aber ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, ne? Das NES war die Konsole meines Bruders und so weiter, dass ich mir das irgendwie so ein Ding dafür kaufen sollte. Ich weiß nicht, spielt sich das damit wirklich so viel besser mit dem Joystick? Kommt wahrscheinlich auf das Spiel an, nehme ich mal fast an. Ne? Also, aber der hier, der ist auf jeden Fall ein bisschen besser, denke ich mal, weil der nicht ganz so eckig ist. Weil ganz ehrlich, das NES mit diesem original wirklich eckigen Controller mit den scharfen Kanten, ja, so richtig bequem war das nicht, ne? Also ergonomisch wurde es erst mit dem Super Nintendo irgendwie. Wir fangen gleich mit den Klassikern, Super Mario Bros. War ja mit drin gleich, ich weiß nicht, bei allen Versionen. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall einer der Spiele, die dabei waren. Aber es kann sein, dass es auch Versionen gab, wo ein anderes Spiel dabei war. Bei mir damals war es dabei und wir saßen da wirklich Stunden vor und haben es wirklich hoch und runter gespielt. Herrliche Spiele, einfach revolutionär für die Zeit auf jeden Fall. Vorher habe ich vielleicht bei meinem Onkel mal
auf den C64 irgendwie Park Control gespielt. Und wenn man denn das hier zum Unterschied gesehen hat, das grollte alles. Das grollte. Das war damals wirklich besonders. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es war schon echt eine fantastische Sache. Und auch so viele verschiedene Gegner und die Welten sahen unterschiedlich aus, wie mit dieser Unterwelt, nenne ich es einfach mal, wo alles so dunkel war und ominös und ja fast unheimlich, ne? Herrlich, herrlich. Schönes Spiel, hat nicht umsonst den Grundstein für Marios lange, lange Karriere gesetzt. Aber auch hier, wie man sieht, versuchen sie gar nicht mehr das Spiel groß vorzustellen, sondern zeigen hier auch eher, wie die Level aufgebaut sind, weil die gehen davon aus, hey, das Spiel klappt, das ist ja Mitte der 80er Jahre irgendwann erschienen. Wenn das hier von 90 ist, das Magazin, ist das schon durchaus etwas alt. Da muss man nicht mehr das Spiel verkaufen, da kann man so ein bisschen, oh, hier ist etwas lose. Na gut, das ist bei alten Magazinen so. Auch Zelda. Super Spiel, habe ich damals nur mal kurz reingespielt. Und zwar hatte sich das mein Bruder mal von einem Bekannten oder vom Kumpel ausgeliehen. Und ich habe es nicht gerafft. Ich habe es wirklich nicht gerafft. Ich weiß noch, dass ich reingespielt habe, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe es immer mal wieder gespielt, aber eher so wahllos durch die Welt gelaufen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war damals ja auch noch unter 10, deswegen, ich verstand kein Englisch, weil Texte waren nur in Englisch. Ich habe überhaupt nichts gerafft. Das war so mythisch, dieses Spiel. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gerafft. Eigentlich schade, weil ich hätte viel, viel Spaß damit gehabt, auf jeden Fall. So richtig mit Zelda eingestiegen bin ich erst mit dem dritten Teil. Auch der zweite Teil hatte ich dann damals mal angespielt, aber auch das habe ich nicht gerafft. Vielleicht auch ganz einfach, weil das Denken so beschränkt war, sage ich mal, dass man so ein offenes Spiel gar nicht erwartet hat. Man hat eher sowas wie Super Mario Bros. Erwartet, ne? Oder irgendwie, kommen wir gleich zu, das Turtles-Spiel ist ja auch noch mit drin und so weiter. Ich habe halt nicht wirklich erwartet, dass es sowas gibt, dass es halt nicht so geradlinig war. Das war für mein unter 10 Gehirn irgendwie zu viel anscheinend. Keine Ahnung. Aber das war halt so, man war halt sowas wirklich nicht gewohnt und deswegen war es auch sowas Besonderes. Und auch das, wie Mario, hat das natürlich denn nicht umsonst eine so, so lange Geschichte. Es gibt ja keine Nintendo-Konsole, die jetzt kein vernünftiges Zelda hat. Und ich glaube, so richtig schlechtes Zelda gibt es eigentlich nicht, oder? Ich meine, der Höhepunkt für mich ist natürlich Link's Awakening. Ich weiß, das ist schon fast ein Running Gag, das weiß natürlich jeder. Aber es ist sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Auch hier sieht man, dass es natürlich so ein paar Gegenstände gibt. Manche haben sich bis heute quasi gehalten, wie das Kraftarmband zum Beispiel oder der Bumerang, die Bomben und so weiter. Aber sowas wie das Floß oder die Leiter, das hat man ja noch relativ schnell fallen gelassen auf jeden Fall. Ja, Super Mario Bros. 2 gefiel mir damals eigentlich besser. Ich versuche mal hier die Seite reinzuschieben, gefiel mir besser als der erste Teil. Auch da wusste man auch nicht, dass das so anders war. Das ist ja eigentlich kein Geheimnis mehr. Das ist ja eigentlich Doki Doki Panik heißt das, glaube ich, das Japan-Original, wo halt die Sprites ausgetauscht wurden. Deswegen spielt sich auch dieses Mario halt so viel anders als jetzt Super Mario Bros. 1 zum Beispiel. Und zwar das eigentliche Super Mario Bros. 2, was in Japan erschienen ist, das ist hier ja dann unter Lost Levels erschienen, später dann bei Super Mario All-Stars auf der Super Nintendo. Was im Prinzip nur eine schwierigere Version von dem ersten Teil war. Halt, ne? Heutzutage würde man vielleicht sagen, das ist ein Add-on oder ein DLC oder sowas. Und damals halt hat man das dann halt so ausgeschlachtet. Da dachten die Japaner, das ist so schwer für die doofen westlichen Leute und deswegen haben sie dann halt so ein Spiel. Aber auch das Spiel hat sehr, sehr viel Charme, finde ich, und gefiel mir damals wirklich noch besser als der erste Teil. Und auch hier, da hat man Unterschied auch gar nicht gemerkt. Das war der zweite Teil. Das spielte sich halt anders. Man hatte irgendwie Rettliche und sowas und man hat das aber nicht hinterfragt. Weil diese Formel, wie die ja dann später bei Super Mario Bros. 3 zementiert wird, die gab es ja noch gar nicht. Man kannte ja nichts anderes. Und deswegen war das vollkommen in Ordnung und vollkommen normal, dass dieses Spiel so anders war. Und finde ich schön. Schön. Vor allen Dingen, weil man auch die Prinzessin spielen konnte, verschiedene Charaktere und die hatten alle ihre Vor- und Nachteile. Beim ersten Teil hatte man ja Mario und Luigi. Ich glaube, die haben sich einen Tick anders gespielt. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Oder war das wirklich nur das Sprite, was anders aussah?
dass das ersten Lost Levels denn, die sich anders gespielt haben. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich hab das Spiel echt ewig nicht mehr gespielt und wenn ich habe, habe ich es immer nur mit Mario gespielt. Obwohl ich der jüngere Bruder war, keiner von uns wollte Luigi spielen. Aber wir haben das jetzt auch nie so zu zweit gespielt, sage ich mal. Auch hier beschränken sie sich eher drauf, jetzt anscheinend die Levels zu erklären. Hier, der erste Boss, da weiß ich noch, da war echt interessant, der spuckte so Eier. Man musste dann auf diese Eier springen. Es gab halt bei dem Spiel diese Mechanik, dass man halt diese Rettiche aus dem Boden geholt hat. Und dann hatte man die halt oben und damit hat man halt die Gegner abgeworfen. Man konnte quasi nicht klassisch wie im ersten Teil auf die Gegner draufspringen und dann sind sie tot, sondern man musste sie immer bewerfen. Man konnte natürlich dann auch theoretisch auf Gegner draufspringen, auf manche, die hochnehmen und damit dann andere abwerfen. Aber im Prinzip hat man so Rettiche und sowas genommen. Wie man auf Rettiche kommt, keine Ahnung. Fragt mich nicht, muss man den Entwickler fragen. Aber was muss man denn da auf die Eier springen, hochnehmen und den halt damit abwerfen? Interessante Mechanik, muss man erstmal drauf kommen. Aber auch hier, ähnlich wie halt Super Mario Land, sind halt viele Teile drin, die dann später nicht so wirklich in irgendwelchen anderen Teilen irgendwie wieder auftauchen. Auch hier der Boss gegen die Maus, ne, die irgendwie Bomben wirft und so weiter. Weil es halt eigentlich ein anderes Spiel ist. Aber damals hat man irgendwie gefühlt mehr experimentiert und das finde ich eigentlich sehr schön. War immer nur dasselbe wieder neu aufkochen und nur minimal verändern, das finde ich eigentlich immer schade, wenn das Spiele machen. Klar, zu sehr verändern darf man das natürlich auch nicht, aber mit zu wenig, das ist halt so ein gefährlicher Grad. Ist natürlich für die Entwickler natürlich wahrscheinlich auch nicht gerade einfach. Wenn zu viel verändern, dann heulen alle rum, das ist ja gar nicht mehr das Spiel. Und wenn sie zu wenig verändern, sagen sie alle, das hat nur ein Add-on. Ne? Auch hier, ich merke schon, ich mit meinen Veränderungsmonologen komme ich nicht weiter. Auch hier wurde natürlich experimentiert. Spielt sich viel, viel anders als der erste Teil. Man hat hier die Seitwärts-Level, man probiert halt so ein bisschen was aus, was funktioniert. Ne? Und man hat zwar immer noch hier so eine Oberweltkarte, aber in Kämpfen wird man immer so an 2D-Ansicht quasi reinversetzt. Auch das, wie erwähnt, wie den ersten Teil habe ich damals angespielt, aber nicht gerafft. Finde ich aber auch sehr, sehr interessant, dass halt da was Neues probiert wurde. Auch wenn das Spiel so allgemein in der Retro-Perspektive also manche lieben es. Manche sagen, ist das schlechteste Zelda, kann ich nicht beurteilen, in den NES-Teilen stecke ich halt nicht so drin, aber ich finde es halt interessant, dass wir was anderes gemacht haben. Aber ich verstehe schon, dass man aus der heutigen Sicht, man sagt, das ist kein richtiges Zelda, weil halt diese 2D-Plattformer, Gedöns und so weiter, okay, Link's Awakening hat man zwar teilweise auch so Abschnitte, da wurde auch experimentiert, aber ja, das ist halt was anderes, ne? Das ist theoretisch, wenn man jetzt Link jetzt ersetzen würde durch einen anderen Charakter und das irgendwie nicht Zelda nennen würde, würde es keinen auffallen, dass es Zelda ist. Die Behauptung wage ich jetzt einfach mal. Und ich denke mal, da liege ich jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel. Ja, auch Metroid ist damals an mir vorbeigegangen. Wie viele Klassiker damals an mir vorbeigegangen sind. Das Spiel habe ich allerdings auch noch nicht nachgeholt. Metroid ist bei mir bis auf den Gameboy-Teil so ein bisschen eine Landkarte oder ein Landfleck, der noch nicht erforscht wurde irgendwie. Das hat aber auch gar keinen bestimmten Grund irgendwie. Ich weiß gar nicht. Im Prinzip finde ich das super, dass man so was frei erkundet, dann halt sich nach und nach dann halt auch Sachen erschließt. Denn dadurch, dass man halt neue Gegenstände findet und dadurch halt neue Bereiche der Welt betreten kann. Es gibt ja auch nicht umsonst das Begriff des Metroidvania-Genres, sage ich mal, was natürlich dieses Spiel durchaus mit begründet hat. Wie sehr offen das war, glaube ich, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich schätze mal schon offen. Ja, Turtles, Riesenenttäuschung von mir aus damals. Da hat ja auch nicht umsonst der Angry Video Game Nerd auch mal ein Video zugemacht. Das Spiel hat halt wirklich so stark seine Probleme. Und zwar, ich war riesiger Turtles-Fan, wie wahrscheinlich viele von euch damals. Und mal ein Turtles-Spiel auf der Heimkonsole, boah, Hammer!
Aber irgendwie war das komisch umgesetzt. Dieses ganze Sprungverhalten und Springen war komisch. Es gab da ein paar komische Stellen. Wie man sieht, man hat sich hier auf so einer Oberkarte halt quasi durchgekämpft, die man halt immer in die Gullideckel gegangen ist, wo man dann halt zum nächsten Abschnitt gelangt ist. Keine Ahnung, also wenn man da reinkommen ist, kann man da raus, so nach dem Motto, wie genau, weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und man hat sich dann halt mit den vier verschiedenen Turtles durchgekämpft, die hatten auch alle ihre verschiedenen Waffen und dadurch auch alle verschiedenen Kämpfen und so weiter. Allerdings, achso, ich dachte, zeigen sie es, das scheiß Damm-Level mit diesen scheiß elektrischen Dianen oder was das da drin sind, wo man diese scheiß Bomben entschärfen soll und das nur unter Zeitdruck. Ich habe es, glaube ich, damals nie geschafft und wenn ich es geschafft habe, bin ich sofort im nächsten Level gestorben. Das ist so verdammt hacken scheiße schwer, das Spiel. Das finde ich echt schade. Das hätte Potenzial gehabt. Also das Spiel ist wirklich nicht so super gut. Später kam ja noch das die Version von dem Arcade-Game, glaube ich, die Portierung, das war dann wieder gut, aber das war echt nicht gut. Leider, leider, leider. Ja, sind wir schon bei Tipps und Tricks, würde ich sagen. Punch-Out habe ich damals auch sehr geliebt, RC Pro M auch, Red Racer hatte ich damals nicht. Excitebike, das habe ich bei einem Kumpel immer gespielt, da fand ich es immer sehr faszinierend, dass man da selber diese Level bauen konnte. Das war auch damals ein revolutionär neues Element, dass man quasi das Spiel selber gestalten konnte. Puh, das war super. Ne? Golf Track and Field. Ich weiß gar nicht, ob ich Track and Field 2 oder 1 immer ordentlich gespielt hatte. Keine Ahnung. Ich weiß, aber wir hatten auf jeden Fall einen Track and Field. Ich glaube, das war der erste Teil. So ein typisches Spiel. Ne? Das ist so die ganze Spielereihe. Da hat man, glaube ich, Controller um Controller quasi zerstört. Wizard und Bobbias, das ist ja der Vorgänger zu Fortress of Fear, beziehungsweise dieselbe Serie. Castlevania, auch ein Spiel, was mir damals entgangen ist. Life Force. Jetzt, wo ich das Screenshot sehe, habe ich das gespielt. Das habe ich voll verdrängt, ehrlich gesagt. Das habe ich gespielt. Dass man sich da durch diese Dinger schießen konnte. Habe ich voll verdrängt. Aber dafür sind solche Magazine natürlich auch immer noch schön. Simon's Quest, auch da das Stiefkind der Castlevania-Serie. Ja, schöne vierstellige Postleitzahl noch. Und ein schönes Schlussbild quasi. Schöne Ausgabe. Gefällt mir. Schöne Special. Wie gesagt, ich kann leider nicht sagen, ob das eine normale Ausgabe oder nicht. Ich schätze mal eher nicht. Da wollen sie wahrscheinlich nur vielleicht zum Start des Club Nintendo Magazins. Ich glaube, die sind ja auch irgendwann um den Zeitraum, glaube gestartet. Oder waren in den 80ern gestartet. Bin ich mir gerade voll unsicher, ehrlich gesagt. Aber war eine schöne Auswahl. Auch die NES-Klassiker und natürlich Game Boy hatten sie noch nicht so viel. Aber auch da ist die Auswahl solide geworden, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!